Kurznachrichten. Die Personalien für heute. Epidemiologe Martin Sprenger aus Österreich. Dieser war 2020 Teil der sogenannten Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums in Wien. Er gab der Welt ein Interview. Deutschland solle Österreich nicht als Vorbild für eine Impfpflicht nehmen. Zitat: In den politischen Schaltstellen Österreichs hält sich der Glaube, mit einer hohen Impfquote sei die Pandemie vorbei. Ein mittlerweile eingestaubter Irrtum. Studien aus Großbritannien, Israel und Dänemark haben gezeigt, das Übertragungsrisiko ist nach der Impfung immer noch extrem hoch. Zur Impfpflicht, Zitat: Nein, weil es keine Notwendigkeit gibt. Zu so etwas ringt man sich erst durch, wenn keine Alternativen bleiben. Wie bei einer hochdosierten Chemotherapie gilt es, Wirkung und Nebenwirkung abzuwägen. Überwiegen die Nebenwirkungen, wird die Sache unethisch. Omikron hat das Ungleichgewicht verstärkt, um es klar zu sagen, die Impfpflicht ist derzeit unverhältnismäßig. Auch die Behauptung, eine Impfung schwäche den Verlauf, ist Sprenger in Bezug auf Omikron zu undifferenziert. Allein da die Variante für Menschen über 60 ein deutlich geringeres Risiko darstellt. Ein weiteres Zitat: Es werden viele neue Varianten kommen. Das würde bedeuten, dass wir vorsorglich Gesetze für spekulative Worst-Case-Szenarien beschließen. Bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von unter 10% halte ich das für nicht angebracht. Und letztes Zitat: Ich glaube, Österreich wird das einzige Land in Europa mit einer allgemeinen Impfpflicht bleiben. Deutschland wird nicht zu dumm sein und danach ziehen. Der Epidemiologe Martin Sprenger aus Österreich. Personalie 2, Marius Müller, Westernhagen. Er postet auf Instagram und Facebook ein Foto von seiner Impfung. Das erinnert mich an seine Single Krieg. Dazu gab es im Musikexpress Sound unter der Rubrik Blind Date eine Rezension von Hildegard Knef. Sie meinte, man merkt dem Jungen, also damals Westernhagen, an, dass er noch nie einen Krieg erlebt hat. Sonntag, der 6. Februar 2022. Wir bleiben noch ein bisschen im Springer Verlag bei der Welt. Man berichtet, ein Land nach dem anderen verkündet das Ende aller Corona-Maßnahmen. Nur Deutschland traut sich nicht, über eine Exit-Strategie nachzudenken. Dabei treffen die Argumente unserer europäischen Nachbarn für die Öffnung auch hierzulande zu. Passend dazu, die Grünen warnen vor Lockerungen vor Ende der Omikron-Welle. Wie endet die eigentlich? Durch einen Marsch durchs Brandenburger Tor? Ebenfalls Welt, das Vertrauen in Exekutive und Parlamente hat in der Pandemie gelitten. Einige Menschen erwägen gar auszuwandern. Das ergeben repräsentative Umfragen. Wolfgang Kubicki, FDP und Sarah Wagenknecht, Linke, das passt ja, führen die Zweifel an der Demokratie auf die Corona-Maßnahmen zurück. Ein interessanter Zweifel aus Istanbul, eine bittere Erfahrung für einen Bewohner. Nach der Infizierung mit dem Coronavirus sitzt der 56-Jährige bereits seit über einem Jahr in der Heimquarantäne. Er hat immer wieder positive PCR-Tests. Ein sehr interessanter Fall, der auch andere Vermutungen zum gesamten Krankheitsbild anstellen ließe. Auch Corona, der türkische Präsident Erdogan. Ihm alles Gute. Die ARD berichtet von Friseuren. Auch 2 Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie fürchten Friseure angesichts der andauernden Corona-Beschränkungen um ihre Existenz. Man beschreibt 20-40% weniger Umsätze. Die Schlagersängerin Julia Neigel veröffentlicht in der Augsburger Allgemeine: Wir werden als Branche existenziell ruiniert. Auch geht sie auf mögliche Selbstmorde ein. Eine neue Forsa-Umfrage gibt es. Beschäftigte schätzen die Arbeit im Homeoffice meistens positiv ein. Das Impfpflichtgesetz in Österreich ist in Kraft. Verordnungen mit genauen Details liegen noch nicht vor. Die 7-Tage-Inzidenz 2583,9 bei unseren südlichen Nachbarn. In Deutschland steigt sie auf 1400,8 von 1388,0. Offiziell gesund 96,57960% der Gesamtbevölkerung. Ich würde die Deutschlandkarte grün malen. Der ORF berichtet von erneuten Protest kanadischer LKW-Fahrer. Ungeachtet eines neuen Rekords bei der Zahl der Neuinfektionen lockert Russland einige Maßnahmen. Chefin der Behörde für Gesundheitsschutz Popova erklärte, angesichts der schnellen Ausbreitung von Omikron seien gewisse Auflagen schlicht nicht mehr sinnvoll. Bis zu 40% der Infizierten in Moskau und 20% in ganz Russland zeigten keinerlei Symptome. Bleiben wir bei Russland. Der Bild-Zeitung liegen nach eigenen Angaben nachrichtendienstliche Erkenntnisse über die angeblichen Pläne des Kremls bezüglich der Ukraine vor, die nach einem Einmarsch Russlands in das Nachbarland umgesetzt werden sollen. Die russische Botschaft in Berlin hat den Bericht als Spekulation zurückgewiesen. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete über Ähnliches im Dezember. Auch Bloomberg berichtete. Dazu Dmitri Pieskow, der Pressesprecher des Kreml. Aber im Allgemeinen kann man natürlich bei einem so seriösen Medium wie Bloomberg nicht Fake News sagen, sondern Bloomberg News. Humor hat der Mann. Immer für Humor zu haben, der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Er fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz ein Bekenntnis zur Bündnistreue.
Dieser will ja nach Moskau. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will weniger Abhängigkeit von russischem Gas. Zitat: Tun wir das nicht, werden wir zum Spielball. Information von mir dazu: Auch im Kalten Krieg hatte Russland immer zuverlässig Gas geliefert. West-Berlin, die selbstständige politische Einheit, war vollständig von Gas und Energie aus Schwedt abhängig. Dieses kam aus Russland. Frage an Sie: Haben Sie sich als Spielball gefühlt? Russische Bomber patrouillieren über Weißrussland. Das gibt das Verteidigungsministerium in Moskau bekannt. Erste zusätzliche US-Truppen landen in Polen. PAP, eine polnische Nachrichtenagentur, berichtet. Der Antispiegel von Thomas Röper veröffentlicht einen Beitrag: Der nicht erklärte Krieg, wie Großbritannien der Opposition in Russland Millionen bezahlt. Bereits vor einiger Zeit musste der britische Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten Duncan zugeben, dass seit 2017 Zuschüsse in Höhe von mehr als 2,2 Millionen Pfund gezahlt wurden. Grundlage war eine parlamentarische Anfrage. Grundlage eine offizielle russische Erklärung des Außenministeriums von Maria Sacharowa. Diese übersetzte Röper akribisch. Die Deutsche Bahn will laut ihrem Chef Richard Lutz bis zum Jahr 2040 Dieselkraftstoffe vollständig aus ihrer Flotte verbannen und durch Biokraftstoffe ersetzen. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat eine vierköpfige Diebesbande festgenommen, die Süßigkeiten in einem Supermarkt in Neustrelitz entwendet haben soll. Dies geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg hervor. Zuletzt eine süße Nachricht für Sie. Sauer das Wetter. Regensturm in Hochlagen, Schnee. Für Mitteldeutschland gibt es Unwetterwarnungen. In Staulagen kann es über 30 cm Neuschnee geben. Mach Alternative Music.